Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. Ja, und man sieht hier, glaube ich, schon einen kleinen Unterschied. Ich habe mal ein paar DLCs runtergeladen zu dem Spiel, die alle kostenlos sind sogar. Und was ich jetzt hier habe, ist sozusagen die westliche Kleidung. Und ja, ein bisschen komisch ist das mit dem DLCs, weil man kann die sich alle runterladen und die werden irgendwie bei mir nicht angezeigt. Also es gibt da so eine Bereich bei Optionen oder so und dann steht da DLCs und die sind irgendwie unsichtbar. Ich muss dann irgendwie auf DLC gehen, dann runtergehen und dann habe ich die irgendwie ausgerüstet. Irgendwie merkwürdig. Und man kann irgendwie nur eins haben, gleichzeitig, so wie ich das herausgefunden habe, was ich auch irgendwie doof finde. Aber naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ich habe in der letzten Folge hier in der Gegend auf diesem Schlachtfeld ein bisschen trainiert und ein paar, ja, sage ich jetzt hier, Seelen oder irgendwie sowas gefarmt. Das ist auch geil, wenn man mehrere Leute in so einen Kamui-Angriff hier erledigt, dann bekommt man immer irgendeinen Gegenstand. Das fand ich richtig gut. Deswegen habe ich da auch noch ein paar. Und ich habe alle Waffen bis auf Busson und Benkei hier vollkommen hochgeballert. Finde ich auch sehr schön. Und was jetzt das Beste ist, was mich richtig schon wieder aufregt, ist, ich habe hier den Teil schon gespielt. Also was jetzt kommen wird. So, die nächsten 25 Minuten habe ich schon gespielt. Und jetzt kriege ich sowas von das Kotzen. Ja. Mein Mikrofon meinte jetzt irgendwie so, ne, ich nehme den Ton nicht auf. Und ja, dementsprechend weiß ich jetzt, was auf mich zukommt. Und das war jetzt nicht so schön. Also, ja, das kotzt mich jetzt schon ein bisschen an. Was irgendwie ironisch ist, war in der letzten Folge, also, die ich jetzt hier aufgenommen habe, habe ich irgendwie gesagt, dass ich jetzt irgendwie besser gelaunt bin nach dem ganzen Fiasko in den letzten Folgen und ja, das ist schon wieder zunichte. Deswegen rege ich mich auf, werden wir jetzt sehen.死んだ人間の魂が集まります。おそらく奴らの力は何者かがその魂を利用し作り出したもの。一体誰がそんなことを。本当にしつこい奴らだ。でももう邪魔はさせない。貴様らを殺せば 全ては私の友森様のものになったも同然。 Ja, Bosskampf. Toll, oder? Oh Mann. Ja, und die ist gar nicht mal so einfach und ich krieg hier schon in den ersten zwei Sekunden auf die Fresse. Ja, das ist genauso in den letzten Part auch so gelaufen. So, ich habe herausgefunden, ich kann im Sprung diese Attacke machen. Für den schnelleren Angriff. Ja. So, jetzt komm her. Und ich habe herausgefunden, dass Busson sehr viel schnellere Seitenschritte hat. Und wenn ich danach direkt angreife, macht der nochmal andere Angriffe. Das ist auch geil, oder? Also ja. Aber das habe ich alles in der Trainingssession noch rausgefunden. Ich hätte gedacht, ich hatte auch einmal in dem Bosskampf hier voll einen Durchblick über alles. Nein, 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 nein. Boah. So, komm her. Nein, jetzt kommt die damit. Aber das ist zum Glück einfach. Da ist immer X. Dann nochmal X. Und dann Kreis. Bams. Wenn man, glaube ich, alles voll geblockt hat, dann... Komm hier, schaut ich mit meinem Paddel. Das ist halt voll einfach auszuweichen. Ja, das fängt geil an. Benkei, Tritt! Benkei, Tritt!
MK tritt. Und nein, das finde ich nicht so heiß an, wirklich. Wenn man da seine Kommando anguckt, dann steht da bei Kreis MK tritt. Oh geil. Ja, wie macht der Dreier-Kombo anscheinend? Habe ich noch nicht so verinnerlicht anscheinend. Oh, das ist voll den Lukas hier. Ja, und falls ihr euch fragt, warum ich nicht mein Kamui einsetze, das werdet ihr schon gleich sehen. So. Du machst einen Sprung, habe ich machen. Wo ist die? Da ist die. Ich kann Sprung. Hier sind auch, glaube ich, keine Heil-Items irgendwo versteckt. Nicht so. Boah, ist so. Das ist ein echt nerviger Kampf gerade. Boah, geil. Aber ich bin fast hoch. Geil. Sonst habe ich genug Heil-Items und jetzt kann so. Ah. Und die steht da oben einfach. Was wird eigentlich jetzt passieren, wenn ich Kamui einsetzen will? Ich die hier oben auch treffen? Was auch irgendwie merkwürdig finde, die sind zwei. Und sind mal drei gekommen. Mysteriös. Wir sind aber auch immer so auf die Hälfte gekommen. So, komm mal her. Oh, fuck. Ich meine, verdammt. Oh, okay. X. Kreis. Zack. So, wenig Schaden, aber egal. Das Blöde ist auch, die kann meine Kamui-Anzeige dadurch verringern, was ich gar nicht so toll finde. Also ja. Ich treffe sie nicht in die. Au. Und sie trifft mich andauern. Mein Gott. Oh, diesmal nicht. Okay, keine Reifenbo. Oh, leck mich. Weil ich kann auch nicht zu jemand anderen wegziehen. Sind alle irgendwie im A. Hey, wie kannst du das alles ausweichen? Ich muss jetzt schon auf ein paar Items hier zugreifen. Geil. Oh. Da muss ich den. Mann, der ist schon gleich tot. So viele Items. Bams. Was wert? Wie sie einfach so unbesiegbar ist. Mit ihren Ausweichschritten. So. Oh, getroffen, geil. Ah. Nein. Hat ich schon wieder meine Kamui-Anzeige verringert. Die brauche ich doch. X. Kreis. Verreck. War verdammt. Ja, da sollte ich auch mal denken. Ich kann Gegner mit einigen Angriffen am Boden treffen. Ma. Lass der er sich treffen, ich meine sie. So, das haben wir schon mal geschafft. Spoiler. あの方に会えない。なんてことをしてくれたの。
Geile Übersetzung. Ja, Ma, hatte mich beinahe erledigt wieder. Ich glaube, die kann man auch irgendwie besser erlegen, wenn man sie von hinten angreift, aber das ist gesagt, alles getan. Jetzt greift sie hier dreimal an. Ich brauche gar nicht sogar ein bisschen noch. So, war mein Ding ist auch mein. Komm, hol. So, jetzt komm her. Bam. Das ist immer lebenswichtig hier. Verdammt. War zu wenig. Habe ich mir ein Paddel weg. Geil. Stimmt, da ist ein Kampf, wo ich es ja nicht mehr voll. Sehr wohl. Nein, nein, nein. Ja, guckt euch das an. Ich komm da runter. Benke mag es nicht. Oh nein, er ist fast tot. Oh, leck mich. Hier steht noch, leck mich. Oh. Irgendwie, der ist der Einzige, mit dem ich hier was reißen kann, habe ich so ein Gefühl. Ja, und sie... Ist so kacke. Ich habe die ganze Zeit links gedrückt. Aber nein. Boah, ich hasse diesen Kampf. Boah. Genauso ist er. Ich bin auch einmal gestorben während des Bosskampfs. Letztes Mal. Also ja. Warum macht mir das Spiel so schwer? Ich habe halt Spiel nur auf schwer hier, meine Güte. Bin ich jetzt nicht toll, dass ich die ganze Zeit auf die Fresse krieg. Oh, ihre ganzen Ausweichmanöver. Was mach ich denn an? Oh, ihr Bänke, komm her. Hause weg. Wie die haut schon ab, was? Zieh ich einfach runter. Au. Also wenn ihr wenigstens Heilgegenstände hinterlassen würdet, aber nein. So, komm her. Nein! Oh. Ah, ich treffe ihn nur mit dem Angriff. Irgendwie so richtig. Oder wenn sie ihre Angriffe aufhebt, dann muss sie ja jedes Mal einen in die Fresse kriegen. Ja, nee, war kacke, dass ich wieder in so eine Kombo gefangen war und nichts machen konnte gerade. So. Okay. Weit ist sie geflogen? Komm her. Auch sieht sein werden eine Ausweichrolle, die schon. Was? Warum ist die schon wieder?
Au! Bei mir jetzt haben drei, ne? Das ist so gut läuft. Das ist cool. Relativ besser als die sonst im Versuch abzuführen. Er kennt ja nur einen Versuch bisher. Oh Mann. Das ist schwer, der Kampf, ganz ehrlich. Jetzt habe ich dich sofort, ist klar. Ja genau, setz mal den Angriff ein. Bam. Aber ich muss mir so auf Konter. Ich muss ja auf Konter hier setzen. Und ja, meine Kamui-Anzeige ist schon wieder halbiert. Du blöde. X. X. Kreis. Bams. Gefährlich. Komm mal her. Schnauze voll. Aha. So, dann kommen wir anzeigen noch ein bisschen. Im Schwertkampf. Er bringt mich nicht, ob die losgehen. Ja, da war. Ja, wechsel die Waffe, wäre nicht angegriffen. Er geht schon wieder ein. Nun kann ich genug Sachen. Danke, was reicht hier? Einfach in die Fresse damit. So, ja, ich weiß. So. Sind wir hier. Boah, ich muss niesen. Boah. Boah, jetzt erstmal verdammten Finger hier weg. Wir müssen keinen Fehler machen. Oh, das war wenig. Hi, na? Bams. Jetzt mach ich mir mal einen mächtigen Paddel. Ja, was? Jetzt ganz ehrlich, die hat meine gesamten AP jetzt abgezogen für diesen Angriff. Boah, ich mache hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich wieder in der zweiten Phase bin oder so, keine Ahnung. Ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!